Hochdynamisch belastete Bögen und Pfeile wurden ebenso aus Holz gefertigt wie die hier dargestellte römische Katapulta. Unterschiedliche Holzarten wurden auch für unterschiedliches Arbeits- und Waffengerät im frühen und späten Mittelalter eingesetzt. Und selbst in der modernen Kriegsführung des 20. Jahrhunderts spielt Holz eine zentrale Rolle. Aufgrund des Materialmangels griff man im Zweiten Weltkrieg bei der Herstellung von Kampfflugzeugen auf den Werkstoff Holz zurück. Eines der erfolgreichsten Kampfflugzeuge, die englische Mosquito, war fast gänzlich aus Schicht- und Sperrholz gebaut. Auch für Musikinstrumente ist Holz unerlässlich. Der gesamte historische Geräte- und Maschinenbau war bis hinein ins 19. Jahrhundert durch den Werkstoff Holz dominiert. Selbst komplexe Apparate wie Kutschen, Uhren, Mühlen waren aus Holz. Untersuchungen zeigen, dass dabei bewusst unterschiedliche Hölzer für unterschiedliche Bauteile zum Einsatz kamen. Im Rahmen einer Dissertation untersuchen wir derzeit, welche Beständigkeit Holz gegenüber Salzwasser aufweist und stellen trotz tausender Jahre Erfahrung Seefahrt fest, dass wir zwar über empirische Kenntnisse, aber über wenig Wissen verfügen. Seit knapp 800 Jahren wird Tennis gespielt. Erst seit 40 Jahren werden dafür nicht mehr Holzschläger verwendet. Bei Cricket und Baseball ist diese Belastung noch größer. Der Ball trifft dabei mit 160 km/h auf den Schlägerkopf. Die Belastungen führen dabei nicht selten zu Bruch. Eine weitere Sportart, in der der Werkstoff Holz noch nicht gänzlich verschwunden ist, ist Golf. Inlays auf dem Schlägerkopf sind aus Metall und werden genauso wie der Schaft mit dem Schlägerkopf verklebt. Die Holzoberfläche wird durch verschiedene Lackschichten dauerhaft, witterungsbeständig und mechanisch widerstandsfähig. Beim Abschlag wird der Ball auf bis zu 240 km/h beschleunigt. Im Zuge der durchgeführten Arbeiten haben wir uns für die Konstruktion eines Fahrzeugunterbodens starke Anleihen beim inneren Aufbau eines Skateboards geholt. Auf mehreren europäischen Hochschulen wurden aktuelle Masterarbeiten zu Holzfahrrädern durchgeführt, so auch an der BOKU. Einer der Absolventen hat daraus ein Geschäft gemacht und stellt heute Felgen aus Holz her. Was wir bei vergangenen Leistungen von Sportlegenden und Pionieren wie Scott und Amundsen leicht vergessen ist, mit welcher Ausrüstung das geschafft wurde. Im Falle der Entdeckung des Südpols wurden Ski und Schlitten aus Holz verwendet. Aber nicht nur historische Wintersportgeräte sind aus Holz, auch jeder moderne Ski trägt im Inneren eine Holzseele. Speziell zusammengesetzte Holzkerne geben den Ski die notwendige Steifigkeit bei geringer Masse. Die gesamte Geschichte der Luftfahrt ist eng mit dem Werkstoff Holz verknüpft. Auch Luftschrauben werden bis heute aus Holz gefertigt. Sowohl Umwelteinflüsse als auch den enormen mechanischen dynamischen Belastungen hält der Werkstoff Holz stand. Auch das erste Überschallflugzeug, der Komet, war eine Holzkonstruktion, ausgestattet mit einem Düsentriebwerk. Howard Hughes wurde 1942 beauftragt, für US-Truppen einen Lastentransporter zu konstruieren. Die Spannweite des aus Phenolharz getränkten Sperrholz gefertigten Giganten beträgt 96 Meter. Na schön, Holz hat seinen fixen Platz in der Geschichte der Luftfahrt. Aber ist der Werkstoff Holz auch für Straßenfahrzeuge geeignet? In älteren Fahrzeugkonstruktionen wie Ford oder Chevrolet finden sich Holzbauteile. Dementsprechend bescheiden schneiden diese Fahrzeuge bei Crashtests im Vergleich zu modernen Fahrzeugen ab. Eines der aktuell sichersten Fahrzeuge ist angeblich der Volvo XC90. Aber bedeutet das das Aus für den Werkstoff Holz im Fahrzeugbau? Mit moderner, aktiver Sicherheit, also Sicherheitssystemen, die es erst gar nicht zu einem Unfall kommen lassen, ist Fahrzeugkonstruktion und Fahrzeugsicherheit neu zu denken und zu bewerten. Und damit sind auch die Karten für die Verwendung von Holz, zumindest aus dieser Perspektive, neu gemischt. Neben selbstfahrenden Bussen wird die zukünftige urbane Mobilität auch sogenannten People Movern gehören. Und was findet man im Inneren dieser fahrenden Räume? Holz. Warum? Sobald Fahrzeuge nicht mehr vom Menschen gelenkt werden, wird der Mensch während der Fortbewegung darin wohnen. Und Wohnen ist nun mal eng mit dem Wohlfühlmaterial Nummer 1, Holz, verknüpft. Unsere Designer von der FH Joanneum haben eine Beteiligung von VW an Woodcar überhaupt erst möglich gemacht. Insgesamt wurden in Kooperation mit MAN und VW zwei Designstudien durchgeführt. Für MAN wurden zwei Konzepte für selbstfahrende Busse mit tollen Designaspekten entwickelt. Eines der Konzepte wurde im Rahmen des Projekts für das Holztechnikum Kochel auch als Schaustück nachgebaut. Aber ist Level 5 nicht schon wieder Schnee von gestern?
Aktuell beschäftigen sich mehrere Firmen, auch in Österreich, mit Drohnen. Nicht nur für den Transport von Paketen, diese Entwicklung steht ebenfalls direkt vor der Umsetzung, sondern für den Personenverkehr. Nicht nur in Asien werden erste Versuche mit bemannten Drohnen durchgeführt. Auch für diesen Sektor könnte der Hochleistungs- und Leichtbauwerkstoff Holz eine zentrale Rolle spielen. Dass er das kann, hat er durch rund 100 Jahre Luftfahrtgeschichte unter Beweis gestellt. Und ab geht es in Richtung Mobilität der Zukunft. Auf dem Zwischenstopp dorthin finden sich vielleicht neue Fahrzeugkonzepte, an die wir noch nicht gedacht haben. Fliegende Autos oder sogenannte Hybridfahrzeuge. Wenn man ein bisschen im Internet stöbert, findet man hier erstaunliche Konzepte. Ob diese wirklich eine breite Bedeutung erhalten, stelle ich in Zweifel. Aber sie sind vielleicht wichtige Zwischenstufen für Entwicklungen, die neue Mobilitätskonzepte überhaupt erst möglich machen. Warum eigentlich Leichtbau? Weil rund ein Viertel des Energiebedarfs für ein Fahrzeug auf das Fahrzeuggewicht geht. Egal, ob Sie Fahrzeuge mit elektrischer Energie betreiben oder einen konventionellen Verbrennungsmotor verwenden. Die Reichweite wird durch die Fahrzeugmasse bestimmt. Durch Wärmerückgewinnung lassen sich noch geringere Verbesserungen erzielen, aber dann bleibt nur noch der Hebel Leichtbau. Wobei ich nicht puristisch ein Material als technische Lösung für diese Leichtbaukonstruktionen propagiere. Neben klassischen Leichtbauwerkstoffen wie Aluminium, Carbon und Waben- und Sandwichmaterialien gibt es eben auch den Leichtbauwerkstoff Holz. Und damit wären wir beim Kernthema unseres Projekts angelangt. Woodcar, darunter sind nicht Holzautos zu verstehen. Car steht für computergestütztes Ingenieren mit Holz. Als Werkstoff sehen wir vorrangig Laubhölzer für solche Konstruktionen geeignet. In den letzten Jahren haben wir uns mit Buche, Pappel, Birke und Paulownia beschäftigt. Holz bringt man nicht als Brett ins Fahrzeug, sondern wir sehen, wie andere Forschungsgruppen in Deutschland auch, Furnierschicht und Sperrhölzer als wahrscheinlichste Lösungen an. Im Rahmen einer Dissertation haben wir wichtige Grundlagenarbeiten zur Festigkeitsabschätzung von Furnieren geschaffen. Aber kann das Holz überhaupt? Es gibt ja nicht nur Crash-Anforderungen zu erfüllen. Autos fahren in Wüsten und in extremer Hitze. Der Konsument ist gewohnt, dass Fahrzeuge verlässlich im ärgsten Schlagregen, Schneeregen und auf unterschiedlichen Fahrbahnuntergründen funktionieren. Kann das Holz tatsächlich leisten? Und ist Holz überhaupt berechenbar? Diese Forderung war die erste große Aufgabe, mit der wir konfrontiert wurden. Kein Material findet Einzug in die Autowelt, das nicht am Computer mit modernster Software berechnet werden kann. Diese Frage wurde vor 5 Jahren beim Steirischen Zukunftstag kontroversiell diskutiert. Damals war man sich mehrheitlich einig, das ginge nicht. Das Nein wurde nicht akzeptiert. Eine prominente Unterstützung von damals bis hierher war Charles Morgan. Morgan Motors blickt auf eine über 100-jährige Automobilgeschichte mit Holz zurück. Diese Autos bestehen aus einem Eschenholzchassis, das mit einer dünnen Aluminiumblechhaut überzogen ist. Charles hat in unseren Diskussionen mehrfach behauptet, ihre Konstruktion wäre im Crashfall sogar ein Vorteil im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugbau. Bei diesem Unfall eines Three-Wheelers ist leider wenig zu erkennen. Für die hohe Aufprallgeschwindigkeit von 70 km/h sieht der Morgan 4 Plus doch recht gut aus, oder? Der nächste Unfall zeigt, dass selbst bei hohen Geschwindigkeiten und Überschlag kein Versagen der Fahrzeugstruktur zu erkennen ist. Und bei dem Auffahrunfall fährt der Morgan locker weiter und der PKW hat einen Totalschaden. Mit Konzeptfahrzeugen aus Holz haben sich andere Forschungsgruppen schon vor uns beschäftigt. Aber diese Forschungsgruppen haben keine Berechnungen angestellt. Unsere Ambition war es aber, gemeinsam mit der TU Graz und dem Kompetenzzentrum das virtuelle Fahrzeug die Berechenbarkeit von Holz nachzuweisen. Gleichzeitig haben wir uns von Beginn an gemeinsam mit dem Weizer Energie- und Innovationszentrum mit der Herstellbarkeit von Holzhybridkomponenten beschäftigt. Im Zuge der 2016 durchgeführten Machbarkeitsstudie wurden 3 Teile des Concept Car Kult der Firma Magna Steyr nachgebaut. Instrumententräger, Rückwand und Unterboden wurden konzipiert, hergestellt und getestet. Bei dem Versuch ging es zunächst nicht darum, zu zeigen, dass Holz hinsichtlich der Eigenschaften besser ist als andere Materialien, sondern dass man diese auch für den Crashfall auslegen und berechnen kann. Die Konstruktion und Herstellung erfolgte durch die BOKU. Berechnung und Crashtests wurden vom virtuellen Fahrzeug und der TU Graz durchgeführt.
Formgebung und Leichtbaukonstruktionen in Anlehnung an den Flugzeugbau hat das Projekt Woodcar von Anfang an begleitet. Die Vergleiche der Hochgeschwindigkeitskameraaufnahmen mit den Berechnungen zeigen eine erstaunlich gute Übereinstimmung. Die hohe Prognosefähigkeit der Materialsimulation liefert sowohl den richtigen Zeitpunkt des Materialversagens als auch die richtige Energieaufnahme. Voraussetzung für die Simulation sind Materialprüfungen, um einerseits das Materialverhalten und andererseits die Materialkennwerte von Holz zu erfassen. Anhand von Normversuchen werden diese Kenngrößen erhoben und die Simulationen nachfolgend durch Bauteilsimulationen validiert. Um neben den Gründungspartnern Ibe Steiner, Lean und Weizer Parkett weitere Partner zu finden, habe ich mich auf den Weg ins verschneite Tirol zur Firma Matro aufgemacht. Die Hersteller von elektrobetriebenen Raupenfahrzeugen hatten von Anfang an klare Vorstellungen von ihrem Projektteil, die Neukonzeption des Pistenfahrzeugs Ardenna. Die erste Variante des Fahrzeugs war aus Stahl gefertigt und zu schwer. Durch ein Holzchassis sollte das Eigengewicht um mehr als 100 Kilogramm gesenkt werden. Dafür wurden möglichst viele Teile des Fahrzeugs aus Holz gebaut. Lediglich das Fahrzeuggestell und der Antrieb sind aus üblichen Werkstoffen gefertigt. Ausgangspunkt für die Konstruktion war eine sogenannte Topologieanalyse, mit der eine optimale Leichtbaustruktur gefunden wurde. Die Auslegung aller Bauteile erfolgte dann bereits am Computer. Jede Schraube, jede Verbindung, jedes Element wurde vorab am Computer den geforderten Belastungen des Gesamtfahrzeugs unterworfen. Damit konnte im Wesentlichen in nur einjähriger Entwicklungszeit das Fahrzeug konzipiert und gebaut werden. Mit konventionellen Methoden wäre das nie möglich gewesen. Die Herstellung erfolgte dann an der BOKU und in Weiz. Die einzelnen Arbeitsschritte wurden seitens Lean genau dokumentiert, um nachfolgend Berechnungen für eine manufakturartige Fertigung zur Verfügung zu haben. Neben den technologischen Herausforderungen wurden damit auch die Grundlagen für ein Produktionskonzept geschaffen. Der Klebstoff und die Verbindungsmittel wurden von Colano und EJ zur Verfügung gestellt und seitens Weizer Parkett waren einige Mitarbeiterinnen aus der Produktion und fast die gesamte Innovationsabteilung an der Organisation und Fertigung beteiligt. Für den Zusammenbau unter Anleitung der Firma Matro wurden die Teile dann wiederum nach Weiz transportiert. Die Elemente wurden beschichtet und mit Metall- und Kunststoffteilen verklebt und verschraubt. An wenigen Stellen musste nachgeschliffen und gefeilt und geschnitten werden, doch im Wesentlichen passten dann alle Elemente für die drei Prototypen perfekt zusammen. Einer davon wurde in den nachfolgenden Monaten von Matro elektrifiziert und mit allen weiteren Anbauteilen wie Sitz und Lenker versehen. Die erste Probefahrt erfolgte auf dem Betriebsgelände von Matro. Im letzten Winter wurden dann die ersten Pistenfahrten absolviert. Aus den Aufzeichnungen der Produktionsabläufe wurde nachfolgend seitens Lean ein Produktionskonzept entwickelt. Damit kann schon frühzeitig die Wirtschaftlichkeit und ideale Losgröße ermittelt werden. Zu guter Letzt wurde dann einer der Prototypen an der TU Graz gecrashed. Nicht frontal wie in der Simulation hier dargestellt, sondern das Chassis wurde mit 30 km/h gegen eine 45 Grad geneigte Rampe gesteuert. Der Versuch zeigt kein Bauteilversagen. Der Seitenaufprall mit der Tunnelkonstruktion zeigt hingegen eine völlige Zerstörung der Struktur. Solche Belastungen sind allerdings von dem Fahrzeug auch nicht gefordert. Und bestehende Fahrzeuge überstehen solche Crash ebenfalls nicht. Parallel zum Ardenna wurde für die Firma MAN eine Bustreppe für den Einstiegsbereich eines Reisebusses konstruiert und gebaut. Aufgabestellung war es, eine Treppe aus 100% Biokomponenten zu bauen. Lediglich Klebstoff und Beschichtungsstoffe sind nicht biologischen Ursprungs. Mit der entwickelten Konstruktion konnte letztlich knapp 20% Masse bei gleicher Performance eingespart werden. Für weitere Umsetzungen wurde eine Kooperation mit CWA Doppelmayr begonnen. Ziel dabei war es, eine Seilbahnkabine aus Holz zu bauen. Etwa 50% des Seilbahnbaus passiert heute abseits des Sports und dient dem öffentlichen Verkehrsnetz. Der letzte Partner, der zum Woodcar-Konsortium dazugestoßen ist, war VW. VW ist ebenfalls seit etwa 2015 auf das Thema Holz im Fahrzeugbau gestoßen und war in Deutschland an zwei einschlägigen Projekten beteiligt.
Die Aufgabenstellung in Woodcar war es, das Chassis eines Fun Cars, dem Beach Buggy, zu konzipieren und technisch auszulegen. Analog zu den anderen Use Cases erfolgten alle Entwicklungsschritte am Computer. Die letzte Aufgabenstellung in Woodcar wird es sein, ein Bauteil, den Overall-Bügel des Fahrzeugs, tatsächlich im Maßstab 1:1 zu bauen. Magna wollte mit ihrem Use Case die Latte ganz besonders hochlegen, indem ein ausschließlich crash-relevantes Bauteil, ein Seitenaufprallträger, entwickelt werden sollte. Gewöhnlich besteht dieses Bauteil aus hochfestem Stahl. Neben der Eindringtiefe spielen beim Seitenaufprall auch die durch den Träger übertragenen Kräfte eine zentrale Rolle. Für die Prüfung des inzwischen patentierten Seitenaufprallträgers wurde eine neue Schlittenanlage und ein Prüfrahmen, der die umgebende Fahrzeugstruktur simuliert, entwickelt. Wie bei allen Crash-Versuchen ist die Vorbereitungszeit lang, die Testzeit dafür extrem kurz. Die Prognosegüte der Berechnungen ist hervorragend. Die Vergleiche zwischen Simulation und realen Tests zeigen perfekte Übereinstimmung. Im Prinzip handelt es sich bei der Konstruktion um zwei vorgespannte Decklagen mit einem dazwischenliegenden Wappenkern. Neben diesen Optimierungen haben wir uns gefragt, ob wir für crash-relevante Elemente nicht aus der Natur lernen können. Dort gibt es zahlreiche Strukturen, wie zum Beispiel die Stamm-Ast-Anbindung, die extremen Belastungen standhalten können. Im Zuge einer Dissertation haben wir uns mit solchen Strukturen beschäftigt und sind von der Stamm-Ast-Struktur auf Muschelschalen und Perlmutt gestoßen. Muschelschalen können aufgrund ihres inneren komplexen Aufbaus extremen Stoßbelastungen standhalten. So eine Muschelstruktur haben wir aus Holz nachgebaut und die Wirkung der Energieabsorption nachgewiesen. Die Fülle der durchgeführten Studien und Untersuchungen ist extrem breit, so dass hier nicht einmal alle im Kurzabriss genannt werden können. Wir haben uns mit Witterungs- und Temperatureinflüssen auf Holz beschäftigt und Prüfungen bei minus 40 bis plus 80 Grad durchgeführt und das Bruchverhalten entsprechend charakterisiert und simuliert. Wir haben weit über 700 Schrauben- und Bolzenprüfungen durchgeführt und das Materialverhalten durch Modelle abgebildet, Schraubenhaltefähigkeit beschrieben, Medien- und Salzbeständigkeit von beschichteten, unbeschichteten Schichthölzern untersucht, Dauerschwing- und akustisches Verhalten beschrieben, Klebstoffe auf mikroskopischer und makroskopischer Ebene bei unterschiedlichen Temperaturen beschrieben und durch entsprechende Modelle abgebildet. Neue Prüfanordnungen mit komplexen Messmitteln entwickelt, um das Schubverhalten von Massivholz zu charakterisieren. Und vor allem unzählige Materialprüfungen durchgeführt, um das Materialverhalten von Buche, Birke und Pappelholz zu beschreiben. Der Arbeitsaufwand dafür wurde weit unterschätzt. Würde ich dieses Projekt nochmals durchführen, nur mit einer automatisierten Universalprüfmaschine, die diese Unmengen an Probenmaterial zumindest zu einem gewissen Teil automatisch prüft. Alleine das Datenmanagement war eine Herausforderung. Jede Probe wurde gefilmt, fotografiert und penibel dokumentiert. Dafür wurden eigens an der BOKU eine Datenbank aufgebaut. Mit moderner Datenverarbeitung und neuen Softwarelösungen stehen wir auch an der Grenze zu dem geplanten Forschungsprojekt Carpentier. Das Kunstwort Carpentier setzt sich aus Computer-Aided Research und Tier, also Autozulieferer, zusammen. Und wenn man das I weglässt, bedeutet es auf Deutsch Tischler. Mit dem Forschungsprojekt wollen wir zeigen, dass durch Digitalisierung von Prozessen der inhomogene Werkstoff Holz auch bei hohen Produktionsanforderungen und extrem geringen Toleranzvorgaben beherrschbar wird. Carpentier ist somit eine konsequente Fortführung des mit Woodcar begonnenen Weges. Wir wollen nicht nur von den einzelnen Bauteilen digitale Zwillinge für die Bemessung und Auslegung schaffen, sondern eben auch die einzelnen Produktionsprozesse durch digitale Modelle abbilden und damit Materialvariabilitäten erfassen und gezielt steuern. Schicht- und Holzhybridwerkstoffe, also Verbindungen von Holz mit Kunststoff und Holz mit Metallen, stehen weiterhin im Fokus der zukünftigen Forschungsarbeiten. Kernstück des Forschungsprogramms ist die sogenannte funktionsorientierte Prozesskontrolle. Dabei sollen alle möglichen Einflussgrößen erfasst und durch physikalische Modelle beschrieben werden. Das bedingt weiterhin Forschungsarbeiten im Bereich Materialwissenschaften, Prozesstechnik, Steuerungstechnik und Simulation. Zusammenfassend kann man nach 6 Jahren Forschung sagen, Holz kann seinen Platz auch im Mobilitätssektor finden. Ökologie und Leichtbaupotenzial sind wichtige Pro-Argumente für den Einsatz dieses spannenden Materials.
Zukünftige Forschungsarbeiten werden sich vorrangig auf die Produktionsprozesse konzentrieren und damit die Grundvoraussetzungen für eine industrielle Fertigung nach geforderten Standards schaffen. Durch ein neues Sicherheitskonzept und durch die Verknüpfung von menschlichem Wissen und Computertechnologie sollen Entwicklungszeiten verkürzt und Kosten gesenkt werden. Neben den bisher angepeilten Produkten bin ich mir sicher, dass die neu geschaffenen Kompetenzen des Konsortiums mittelfristig auch neue Märkte für den Werkstoff Holz schaffen werden. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die bisherige hervorragende Zusammenarbeit.